Der Ausdruck Messe auf Hebräisch mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, da es sich um die Sprache der jüdischen Religion handelt. Aber im lateinischen Patriarchat von Jerusalem gibt es tatsächlich ein St. Jakobus-Vikariat, das die hebräischsprachigen Katholiken vereint. Und in dieser Sprache wird die Messe am liturgischen Festtag, dem 4. Mai, gefeiert. Wir verstehen uns als Fortsetzung der ersten christlichen Gemeinschaft, die vom heiligen Jakobus, Bischof von Jerusalem, gegründet wurde. Der feierlichen Messe, die in der Kirche des Klosters de Rafat stattfand, stand Pater Pietro Zelatzko, Patriarchalvikar, vor. Pater Piotr erklärt, dass nach der Botschaft des heiligen Jakobus keine Gruppe behaupten kann, einer anderen überlegen zu sein, nur weil sie anders ist. Er sprach auch die schwierige Zeit an, die das Heilige Land erlebt, und sagte, dass das Leid der Menschen keine Flagge und die Tränen keine Nationalität haben. Den Willen des Herrn zu tun, was für alle bedeutet, sich gegenseitig zu lieben, ist die einzige und universelle Voraussetzung für das Heil. Die meisten Mitglieder dieser Gemeinschaft sind Christen, die aus verschiedenen Ländern, aus familiären oder anderen Gründen nach Israel eingewandert sind. Die Gläubigen kommen aus allen Teilen der Welt und sprechen daher verschiedene Sprachen. Aber in dieser Gemeinde kommen alle zusammen und beten auf Hebräisch. Einige Mitglieder dieser Gruppe sind jüdische Konvertiten zum Christentum, darunter Pater David Neuhaus. Freude ist sehr wichtig in unserem Leben und vielleicht ist sie das Geschenk, das wir der Welt machen müssen. Ich bin ein stolzer Sohn der Kirche von Jerusalem. Die meisten Gläubigen in dieser Kirche sprechen Arabisch und eine Minderheit spricht Hebräisch. Und ich hoffe, dass wir zusammen leben und glücklich sein können. Und das ist das Zeugnis, das wir geben können. Heute gibt es hebräischsprachige katholische Gemeinden, vor allem in Jerusalem, Tel Aviv, Jaffa, Haifa, Beersheba und Tiberias. Das Vikariat möchte eine christliche Erziehung anbieten und Wochenendtreffen für ihre Kinder organisieren. Die größte Herausforderung für uns ist es, den Glauben an die neuen Generationen weiterzugeben, wie wir unsere Kinder im Glauben erziehen, ihnen unsere Werte vermitteln und ihnen helfen, den Glauben zu leben. Das Vikariat fördert die Werte des Friedens, der Gerechtigkeit, der Toleranz und der Versöhnung, auch inmitten eines Klimas von Gewalt und Krieg. Die ersten Christen und Gläubigen verließen Jerusalem und das Volk Israel und gingen in alle Teile der Welt. Und ich glaube, dass wir hier die Möglichkeit finden, Brücken zwischen der jüdischen Welt und der katholischen Kirche zu bauen.